Geistesruhe, Mitgefühl und Friedfertigkeit. Hier heißt es Achtsamkeit und Friedfertigkeit. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Friedfertigkeit zu kultivieren. Unsere ruhige Meditation soll dazu beitragen, dass wir der Frieden sein können, der in der Welt so dringend benötigt wird. Wir sind so geistesgegenwärtig wie nur möglich, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer, geduldiger und freundlicher sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Und wir können um geistigen Schutz für unsere Praxis bitten. Vielleicht mit einer buddhistischen Formel wie dieser. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita. Möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Ein Buddha hat die Qualitäten, die wir hier suchen, schon vollendet, vervollkommnet. Der Dharma ist die Lehre und der Weg, die zu dieser Erfahrung und Vervollkommnung führen kann. Und Sangha sind all jene, die seit Jahrtausenden diesen Weg gehen und denen wir uns nun anschließen können. Wollen wir also der Frieden sein, den die Welt so dringend braucht, Friedfertigkeit in uns kultivieren? Kommt es vielleicht vor allem auf zwei Qualitäten an, dass wir selber den Weg kennen, uns ganz tief zu beruhigen, den Geist in seiner Natürlichkeit verweilen zu lassen, nicht aufgewühlt von Emotionen, selbst wenn diese immer wieder auftreten. Und dann, dass wir auch ein Herz voller Freundlichkeit und Mitgefühl in uns entfalten, keine Bitterkeit, keine Bosheit in uns aufkommen lassen. Und wenn diese aufgekommen sind, sie auch wieder zu besänftigen. Wir sitzen in einer geeigneten Meditationskörperhaltung, so wie es uns möglich ist, nicht zu streng, aber auch nicht zu lax. Der Boden, auf dem wir sitzen, trägt uns. Der Körper aufgerichtet, wachsend nach oben, etwas kraftvoll.
Legen wir Wert auf Entspannung, dass wir in dieser Position sehr gelöst und auf eine leichte Weise sitzen können, dass es uns nicht so schwer vorkommt, so zu sitzen. Bringen wir also erst den Körper zur Ruhe, damit auch unser Innenleben in diesem Körper zur Ruhe kommen kann. Wie ein Gefäß, das man stillhält, damit auch sein Inhalt, vielleicht eine Flüssigkeit darin, zur Ruhe kommen kann. Lassen wir die körperliche Ruhe nach innen wirken und schauen, was das mit uns macht. Eventuell stärken wir nochmal die Haltung, nochmal mehr aufrichten, nochmal mehr entspannen. Vielleicht auch wahrnehmen, wie ruhig der Boden unter uns ist oder der Raum, der uns umgibt. So still wie der Boden und der Raum, möge es auch in uns werden. Vermutlich nach einer Weile, wo das auch geschieht, dass wir merken, wir werden ruhiger, kann es sein, dass unterschwellig und dann offensichtlich wieder mehr Tagträume und Gedankengänge auftauchen. Und dann ist es Zeit, ein Shamatha, Geistesruheobjekt zu wählen, dass wir uns fokussieren können. Etwas mehr noch als auf den ganzen Körper oder die Ruhehaltung.
Es kann die Atmung sein. Nutzen wir bitte ein Shamatha-Objekt, das wir schon kennen. Ansonsten bietet sich die ganze Atmung an. Wir verbinden die geistige Aufmerksamkeit mit der Atembewegung. Und bleiben dann bei ihr oder dem gewählten Objekt. Und kehren immer wieder hierhin zurück, wenn der Geist zu wandern begonnen hat. Wieder und wieder.
Bitte schauen wir mal nach, ob wir wirklich einen tieferen Frieden in uns berühren können. Und wenn dem noch etwas im Wege zu stehen scheint, also doch noch immer wieder auftretende Gedanken, emotionale Gemütszustände, Körperbeschwerden, könnten wir uns vielleicht doch sicher sein, dass der Frieden oder ein Zustand von Frieden direkt hinter diesen sich befindet, so wie der Raum und die Sonne sich ganz bestimmt hinter den Wolken befinden. Ein Wort von Thich Nhat Hanh. Der Frieden ist schon da oder ist immer schon da. Es liegt allerdings an uns, ihn zu berühren. Ja, die Mitte der Sitzung. Bei Bedarf können wir uns mal lockern, um dann noch mal etwa 20 Minuten sitzen zu können. Nun ist es vermutlich nicht so einfach, den inneren Frieden zu finden oder zu bewahren, wenn wir mit schwierigen, unerwünschten, leidvollen Situationen zu tun haben, sei es etwas ganz Eigenes, Persönliches oder in unserem Umfeld, oder wenn wir die wirklich schlimmen Nachrichten aus aller Welt hören oder sehen oder da auch irgendwie in Kontakt sind. Wie will man da einfach Frieden in sich finden oder bewahren, wenn so viel Unfrieden da ist? Ja, aus unserer Praxis heraus, aus der Praxis des Geistestrainings, der Paramitas, der vier Unermesslichen, gibt es eigentlich vor allem dann eine Möglichkeit, nämlich im Angesicht von Leid Herzenswärme und Mitgefühl zu entfalten. Für das eigene Schwierige, aber eben auch für andere, sodass wir der Verbitterung zuvorkommen, der Wut oder
der Aufregung oder vielleicht auch der Gewaltbereitschaft. Freundlichkeit und Mitgefühl entwickeln, wenn wir mit Schwierigem konfrontiert sind und nicht einfach nur friedvoll verweilen können. Es müsste also eine innere Umwandlung der Wahrnehmung oder der vielleicht sogar Erfahrung des Leidvollen geschehen können. Unser Herz, unser Bodhicitta-Herz müsste derart sein, dass es den Kontakt mit Unerwünschtem einerseits wahrnimmt und ernst nimmt und dann aber die heilsamsten Geisteskräfte aufbietet, die uns irgendwie zur Verfügung stehen. Ja, wie machen wir das? Sitzen, atmen, wieder beruhigen, sicherlich erstmal wieder nötig, wenn wir uns schwierigen Themen zuwenden oder sie uns sowieso betreffen, belasten. Uns an unser gutes Herz, unser Metta-Bodhicitta-Herz erinnern, vielleicht mal die Hand aufs Herz legen. Sich sagen, ich habe doch ein gutes Herz. Alle haben doch ein gutes Herz und suchen immer danach, haben es vielleicht nur verloren oder finden nicht mehr den Zugang dazu. Raum schaffen für das innere Herz. Vielleicht wieder durch die Atmung etwas tiefer atmen, den Brustkorb weiten. Die Wärme des Herzens vielleicht sogar spüren oder zumindest sich vorstellen, wie das Herz, also das Herzchakra im Grunde, wärmer wird und aufleuchtet. Uns vielleicht mit einer Herzenskraftquelle verbinden, die wir hier sehen können. Visualisieren. Ein vollkommener Buddha oder Bodhisattva, sie oder ihn. Oder ein Symbol. Eine besondere Wesenheit, der wir zutrauen, dass sie diese Fähigkeit der Umwandlung von Leiden in Mitgefühl vollbringen kann. Sich ganz mit dieser Vorstellung, Visualisation anfüllen, sodass die Stille, die Ruhe, die wir vielleicht schon etwas gefunden hatten, sich nun anfüllt eben mit Wärme, mit Freundlichkeit, mit Helligkeit. Es würde so eine innere Sonne in uns aufgehen. Dass es nicht nur leer in uns ist oder still, sondern auch voller Güte. Voller Wärme, voller
Leuchtkraft. Und das im Bewusstsein der Schwierigkeiten, der Nöte, der leidvollen Zustände, der Unruhe, vielleicht der Kriege, die da toben. Es braucht Menschen, die voller Güte sind, voller Mitgefühl. Im Stillen oder auch ganz im Aktiven. Wenn irgendein Zustand in uns oder bei anderen oder in der Welt quasi aus der Ruhe, aus der Klarheit herausgefallen ist und sich die Dramen wieder verdichten und das Samsara sich auftürmt. Dann braucht es etwas in uns, in Einzelnen, vielleicht in vielen, dass das durchschaut und den Weg zum Frieden, zum Mitgefühl zurückfindet. Ja, nutzen wir vielleicht die Methoden der Metta-Praxis, vielleicht der Tonglen-Praxis, wenn wir sie kennen. Wir verweilen jetzt noch Stille.
Vergessen wir nicht zu üben. Es kann sein, dass uns die angedeuteten Themen etwas wegtragen oder gefangen nehmen, dass wir an alles Mögliche denken müssen. Das ist okay. Deswegen versuchen wir ja, den Geist zu beruhigen und Mitgefühl zu kultivieren. Kehren wir immer wieder zurück zur Haltung, zum Atmen, zu unserer Herzenspraxis. Erinnern wir uns daran, was wir hier entfalten möchten, umwandeln möchten, könnten, umwandeln könnten. Und wie wichtig es ist, Frieden und Mitgefühl in sich zu finden und zu erneuern. Und nun gegen Ende unserer Sitzung fragen wir uns vielleicht mal, wo wir da angelangt sind. Und selbst wenn wir der Frieden, das Mitgefühl nur kurz aufgeschienen oder ein wenig berührt worden sind, würdigen wir die Erfahrung und motivieren uns vielleicht, etwas davon mitzunehmen in unseren Tag oder in unsere Woche. Irgendwie müssen wir wohl lernen, sowas wie ein Fels in der Brandung zu sein, manchmal. Oder ein feststehender Baum mit einem starken Stamm und guten Wurzeln im Sturm. Oder einfach ein leerer Spiegel, der alles, was sich in ihm zeigt, für nicht absolut wirklich hält, sodass er sich auf seine spiegelgleiche Natur besinnen kann. Lesen wir bitte die vier unermesslichen Geisteshaltungen oder hören Sie.
Mögen alle Wesen glücklich sein und die Bedingungen für Glück finden. Mögen alle Wesen frei sein von Leiden und allen Bedingungen des Leidens. Mögen alle Wesen die große Freude frei von Leiden erfahren. Mögen alle Wesen in Gleichmut, ohne Anhaftung und Abneigung verankert sein. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme, dem Frieden in der Welt und in den Herzen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.